Also, wir wollen nach Deja. Haben noch 14.000 Gold. Nur mal ganz kurz in die Gilden reingucken. Willkommen in der Körpergilde. Gift heilen haben wir, glaube ich, schon. Hammerhand wollen wir nicht. Und die tollen Sachen, was alles dasselbe ist, können wir noch nicht sprechen, solange wir nur normaler Priester sind und nicht die Klasse darüber. Was haben wir hier? Willkommen in der Gilde der Seele. Bewahrung haben wir. Fluch entfernen, weiß ich gar nicht. Heldentum haben wir. Auferstehung. Tote erwecken. Können wir auch noch nicht. Ja, alles erst ab nächster Klasse. Weil es halt gelb unterlegt ist. Aber wie schaut das jetzt aus mit Fluch entfernen? Fluch entfernen haben wir schon. Okay, bleibst noch Willkommen in der du. Gilde des Geistes. Charme. Haben wir jetzt schon dreimal gesehen. Ich glaube, jetzt kaufe ich ihn. Weil wir haben echt das Gold über. Berserker. Der Zauber lässt einen einzelnen Gegner irrsinnig von Mordlust werden, der dann blindlings denjenigen angreifen wird, der ihm am nächsten steht. Das ist ziemlich praktisch. Wenn auch nicht besonders nett, aber wir müssen ja nicht nett sein. Ein neuer Zauber, perfekt. Gerade wenn das irgendwelche Dämonen sind oder so, haben wir dann nicht unbedingt Skrupel, dass die andere Dämonen angreifen. So, was war noch in Erassia? Oh, wir könnten mal ganz kurz nach Südosten gehen. Da war ja noch so eine Herausforderung. Also dieser kleine Metallbottich mit der Flamme drin. Für die Stärke. Und eventuell haben wir ja schon genug Stärke. Wobei ich das eigentlich bezweifle. Aber testen kann man es, wo man gerade in der Nähe ist. Das müsste hier irgendwo gewesen sein bei den drei Häusern. Bisschen abseits. Da oben oder so. Da. Gerogon. Mach uns stolz. Nö. Okay. Dann halt nicht. Wie viel haben wir denn? 38. Ja, nee. Das wird wohl erst später was werden, wenn wir dann die Tränke haben, die einfach mal so plus 50 in einem Stat geben. Aber das dauert noch. Allgemein wird das alles ziemlich episch später, was die Attribute und Lebenspunkte und sowas alles angeht. Also die Zahlen schießen recht schnell in die Höhe. Aber ja, alles Schritt für Schritt. Jetzt wollen wir erstmal nach Deja uns da ein bisschen umgucken. Noch nicht großartig Quests annehmen oder sonst irgendwas, geschweige denn in den Dungeon gehen. Das ist alles ein wenig zu weit außerhalb und wahrscheinlich auch zu schwer für uns. Sondern eigentlich nur die Privathäuser abklappern, um da irgendwo für uns relevante Lehrer zu finden. Also ja, wir könnten auch nochmal hier alle abklappern, um die Experten zu finden, die wir auf jeden Fall schon haben. Zum Beispiel Schild. Schild wissen wir, da waren wir schon beim Lehrer, denn Georgon ist Experte drin. Und Lay bräuchte das auch. Aber ich bin nicht so wirklich motiviert, nochmal nach dem zu go gucken. Harpyienhexe. Hält ein bisschen was aus. Aber machbar. Mehr als machbar. Goodie. Aber wo eine ist, sind bestimmt noch mehr. Genau, da kommen die nächsten. Das ist aber nur normale Harpyie. Kriegen wir die so runter? Ja. Kommen alle mit. So, magisches Auge einmal bitte. Ja, links sind Harpyien und irgendein Gebäude. Das wird aber bestimmt kein Privatgebäude sein, wenn da so viele Harpyien sind. Was haben wir hier rechts für ein Gebäude? Da sind Zivilisten. Oder zumindest Leute, die uns nicht feindlich gesonnen sind. Goblins. Guten Tag, William Seetag. Finsterer Unhold extraordinär. Stets zu euren Diensten. Ja. Hier könnten wir also eine Nemesis werden. Eine Aufstufung von Paladin später. Wenn wir denn böse sind. Weil er war ganz eindeutig böse. Und das ganze Gebiet hier scheint ziemlich verrucht zu sein.
Nicht, dass wir Vorurteile gegenüber Goblins hätten oder so, aber... Stehlenmeister. Ja, was habe ich gesagt? Und hier tanzen Skelette auf dem Feuer. Definitiv keine schöne Ecke. Kopfjagd. Und was zur Hölle macht er hier mit seinem... Raus hier. Expertenlehrer. Nee, wir wissen, wo die Expertenlehrer eigentlich sein sollen. Oh, Hufeisen. Konditionsmeister. Was haben wir da? Evander Thomas, Großmeister der Kondition, lebt im Osten Niggens. Erfrischend, 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 erfrischend. Kein besonderer Brunnen. Zing. 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 Bisher nicht wirklich viel Interessantes für uns. Was mit dir? Hm, 2 Intellekt permanent. Für jeden einmal. Das ist doch schick. Streitkolben Großmeister könnten wir werden. Das dauert noch ein bisschen. Schattenmagie-Experte. Meditationsexperte. Sehr schön. Gekauft. 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 Kannst du noch nicht. Werden wir aber später brauchen. Also er soll später auch ein wenig mitheilen können. Und er kann es ja auch Meister bringen. Meditation 2. Wenn wir ihm jetzt 6 Hufeisen, 3 Hufeisen bringen, hat er 6 Punkte mehr. Ist er bei 7? Das klappt. Also wenn er alle Hufeisen bekommt, kann er jetzt 4 Meditation haben und kann auch schon mal Experte werden. Damit wir später nicht nochmal hierhin zurück müssen. Also es wird bei ihm bei weitem nicht so viel bringen wie bei den anderen Klassen. Aber ich denke mal, jedes bisschen hilft bei ihm. 21 ist echt nicht viel. Und wenn er später irgendwann Tote auferwecken soll, dann braucht er auch genug Mana. Also ja, Meditation, Meditation. Experte. So, wo gibt es denn den Meistertitel? Tessa Grünwart, Meisterin der Meditation, lebt auf einer Anhöhe im Südosten der Brakada-Wüste. Da müssen wir sowieso demnächst hin, zu der Zwergenmine. Vor allem sind wir jetzt auch wesentlich besser vorbereitet. Wir haben jetzt nämlich, also wir müssten jetzt deutlich mehr Mana haben. 120. 109, 109. 5 Punkte hast du noch? Achso, die bewahren wir uns gerade auf. Hm? Wobei, wenn das in der Brakada-Wüste ist und wir da echt bald hinkommen, dann sollten wir vielleicht alle auf 7 bringen? Ja, da brauchen wir keinen neuen Klassentitel für. Also für die Zauber hier zum Beispiel brauchen wir für Meister und Großmeistergrad ja eine neue Klasse. Für die jeweils. Aber Meditation gibt es keine so eine Voraussetzung. Das ist doch schon mal schick. Also ja, ich denke, wir sollten die nächsten Punkte bei den Damen alle auf Meditation setzen, bis wir da auf 7 kommen. Großmeister kann sie sogar werden. Oh, schick. Das wird aber noch dauern. Das sind mindestens 2 Level-Ups. Und wir sind schon Stufe 14. Na gut, gucken wir uns noch zu Ende um. Eine Taverne. Kundschaft! Essen gut. Essen. Ich weiß nicht, wie gut das Essen ist. Sieht nicht sehr appetitlich aus. Könnten Arcomate spielen, aber wir haben eigentlich nicht genug Gold. Da liegen so viele Sachen auf dem Boden rum. Aber es sieht nicht wirklich sicher aus. Und wir sollten nicht schon wieder ein neues Gebiet, um noch mehr Quests zu bekommen. Und nee. Wir gehen jetzt nach Hause. Beziehungsweise wir gehen jetzt, kurz überlegen, eigentlich in die Brakada-Wüste, oder? Aufträge. Sabotiert den Aufzug in der Brakada-Wüste. Ja. Tötet den Drachen. Nein. Alle Untoten im Geisterhaus. Ja. Das wäre auch noch eine Sache, die wir machen könnten. Aber dann werden wir ganz schön am Zickzack laufen. Nee. Also, wir sind jetzt im fiktiven hier, wo der Mauscursor ist. Wir laufen jetzt zur Brakada-Wüste, die bei diesem fiktiven Punkt ist. Dann laufen wir zu den Zwergen, dass die fiktive Punkt hier ist. Und von den Zwergen
Also, wir gehen zur Bakata-Wüste, füllen die Missionen, die beiden Missionen. Dann gehen wir zu den Zwergen, gehen die Missionen ab. Von den Zwergen aus gehen wir zum Geisterhaus, würde ich sagen. Und dann nach Hause, um zu gucken, wie toll unser Schloss ist. Denn ich hoffe mal, die Zwerge sind schnell genug. Okay, Bakata-Wüste. Geschlossen. 6 Uhr abends. Oh ja, sehr interessante Öffnungszeiten hier. Zu Diensten. Erassia klingt also gut. Erassia ist nämlich ziemlich zentral. Die machen bald auf. Ja. Die haben wieder normale Öffnungszeiten. Hallo, ihr wollt reisen? Tatalia. Nein. So. Hallo, ihr wollt reisen? Bakata-Wüste, sehr schön. Los. Was machen wir, wenn wir angekommen sind? Hufeisen suchen. Wo? Hallo? Eisengolem. Oh, sieht gefährlich aus. Erfrischend, erfrischend, erfrischend. Der hier macht nichts. Und der Hauptplatz. Okay. Ja. Definitiv eine interessante Stadt. Schule der Zauberei. Tempel. Gilden. Noch ein Tempel. Ja. Oh, eine Kiste. Da zaubern wir doch mal ganz kurz. Bewahrung auf alle. Und gucken, was es damit auf sich hat. Weil die scheint nicht wirklich zu jemandem zu gehören. Die ist einfach da in der Ecke. Au. Au. Mein Fehler. Verbeulter Golemkopf. Sieht interessant aus. Kommt mit. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oh, das ist mal ein schickes Schwert. Plus 9 Angriff, 3D3 plus 9. Leider haben wir keine Schwertkämpfer. Verkaufsrechnung. Verkaufsrechnung für Schmendrick von Golems Aas. Wir haben die Golem-Teile nach euren Wünschen angefertigt. Unglücklicherweise hat unser Lieferservice die Teile falsch zugestellt. Für etwaige Fehler bei der Lieferung übernehmen wir keine Verantwortung. Allerdings wissen wir, wohin die Golem-Teile zugestellt worden sind und ihr könnt sie jederzeit abholen. Okay. Ein Teil wurde geliefert in das Tal der Hügelgräber. Ein Teil nach Tatalia. Ein Teil nach Evli. Zwei Teile wurden geliefert nach Deja und zwei Köpfe wurden geliefert nach Bakada. Da wir keine Angaben hatten, welches Modell ihr gewünscht hattet. Ha. Können wir das wirklich brauchen? Fliegen. Fliegen klingt doch mal sehr praktisch. Und heilen bitte. Alle. Also scheint so, als könnten wir Teile von einem Golem sammeln. Da müssten wir auch zurück in die Hügelgräber. Aber da wollten wir eh bei Zeiten hin, um das alles noch aufzuräumen. Aber ja, erstmal aktuellere Sachen. Den, sagt die Karte. Sie hatten was gesagt vom Nordosten? Osten? Wo ist die Mine von denen? In der roten Zwergemine in der Bakada-Wüste. Also nicht hier in dem braunen Bereich. Rette die Zwerge aus der roten Zwergenmine. Nö, keine genauen Angaben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der König was in der Richtung gesagt hatte. Also im Nordosten oder so. Also springen wir mal in keine von diesen komischen Teleportern rein. Ich will mich nicht schon wieder ablenken lassen. Wir gehen einfach nach... Oh, es geht hier gar nicht raus nach Nordosten. Okay, schlagen wir den Bogen. Wir gehen hier raus, an den ganzen Wachen vorbei. Versuchen irgendwie da zu der Wüste hinten zu kommen. Also ja, wir könnten einfach rüberspringen, aber... Gucken wir mal, wo der Weg hier hinführt. Oh, und liegt es auf dem Boden. Das fällt mir ein, wir sollten gleich mal... das da zaubern. Zing und eine Sackgasse. Jo, überall Sackgassen. Na gut, dann halt hoch hier. Hm.
Also laut Karte müsste da hinten... Kraxel, 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 Kraxel.